Kapitel 4. Traumatisiert. Feldsicht. Am nächsten Morgen wurde ich durch den Ruf meines neuen Zimmergenossen wach. Komm schon, aufwachen! Vergiss nicht, dass du deine erste Aufgabe als Polizistin haben wirst! Trotz dessen nahm ich mir meine Zeit, um aufzustehen. Dir auch einen guten Morgen, Esti. Exakt in dieser Sekunde betrat auch Fander den Raum. Ah, ihr seid beide schon wach. Sehr gut, kommt mit mir in die Küche, ich habe uns schon Frühstück gemacht. Zu dritt hatten wir ein ruhiges, angenehmes Frühstück. Anschließend erklärte Fander uns, was wir heute machen würden. Also, ihr wisst ja beide, dass heute dein erster Tag bei der Polizei wird, Feld. Ich vermute mal, dass du dich nicht an irgendwelche starken Attacken erinnerst, mit deiner Amnesie, richtig? Nach kurzem Denken schüttelte ich den Kopf. Nein, ich weiß nicht, wie ich kämpfen sollte. Tut mir leid. Mach dir keinen Kopf darüber. Alles in Ordnung. Ich hab ehrlich gesagt schon erwartet, dass das so kommt. Du wirst heute keine schwere Aufgabe bekommen. G hat mir den Standort von einem einzelnen Schergen verraten. Er versteckt sich anscheinend derzeit im Wald direkt hinter der Stadt. Es ist ein Unlichttypen Zickzacks. Heute wirst du einfach ihn bekämpfen. Sollte trotz allem etwas schiefgehen, werde ich da sein und aushelfen. Ich habe schon hunderte von der Sorte bekämpft. Ich weiß schon lange nicht mehr, wie viele genau. Noch Fragen? Ich hatte keine Frage mehr. Es die schon. Ja, ich habe eine. Darf ich auch mitkommen? Für einen Moment dachte Van danach. Ich denke, es geht in Ordnung. Aber misch dich nicht ein, solange nicht nötig. Gut, das hier wird Fates erste Aufgabe als Polizistin. Sie muss das alleine schaffen. Das ist mir klar, aber ich will sie auch kämpfen sehen. Fander wirkte etwas verwirrt von diesem Enthusiasmus. Ja, klar. Also, bist du bereit, Fate? Ich machte mir Sorgen, da ich wusste, ich würde heute kämpfen müssen. Auch wenn ich wusste, dass eigentlich nichts schiefgehen konnte, hatte ich ziemliche Angst. Aber an sich wusste ich ja, selbst wenn ich diesen Schergen nicht besiegen könnte, würden Fander und Esti einschreiten. Ja, ich denke schon. Wir brauchten etwa eine Stunde, um das Zentrum des Waldes zu erreichen. Als wir den Rand der Lichtung erreichten, auf der sich der Scherge aufhalten sollte, signalisierte mir Fander, die Lichtung zu betreten. Er sprach nicht, damit er unentdeckt bleiben würde. Ich tat eigentlich genau, was er sagte. Als ich die große Fläche betrat, sah ich dort niemanden. Diese Leere machte mich nervös. Hallo? Ist hier jemand? Kaum hatte ich ausgesprochen, hörte ich ein seltsames Rascheln. Im nächsten Moment sprang ein kleines schwarz-weißes Pokémon aus einem Baum. Was machst denn du hier, Mädchen? Du verpisst dich besser ganz schnell wieder. Hast Glück, dass ich heute gute Laune hab. Wenn du jetzt rennst, lass ich dich sogar wegkommen. Das Auftreten dieses kleinen Fellballs überraschte mich durchaus. In meinem Kopf war jeder der Sklaven ein großes, bösartiges und muskulöses Pokémon gewesen. Auf dieses Fellknäuel traf exakt keine dieser Beschreibungen zu. Bist du der Kerl, den ich hier suchen soll? Du gehörst nicht wirklich zu den Sklaven, oder? Offenbar fühlte der kleine Dachs sich von meinen Worten wirklich gekränkt. Was? Natürlich tue ich das. Ich bin einer der stärksten Schergen, die sie jemals hatten. Warum suchst du mich, ein Mädchen? Willst du bei uns mitmachen? Definitiv nein. Im Namen der Polizeikräfte von Metro City. Du bist verhaftet. Der Dachs sah mich auf einem ganz anderen Level verwirrt an. Anschließend begann er zu lachen. Du glaubst mir nicht, dass ein so großartiges Pokémon wie ich zur Weltelite gehört, aber dir soll ich abkaufen, dass ein Mädelpolizistin unterm alten G ist? Sowas Lustiges habe ich schon länger nicht gehört. Hör auf zu lachen oder gib dich. Ich sagte, dass du verhaftet bist. Tatsächlich hörte er zumindest zum Teil auf mich und hörte auf zu lachen. Das ist wirklich dein Ernst? Naja, wenn du meinst, aber aufgeben werde ich nicht. Dich mache ich fertig. Große Worte für ein kleines Wesen. Und zwar eindeutig zu groß. Mein Gegner schien nicht mehr Kampferfahrung zu haben als ich. Er versuchte nur mich zu tackeln, während ich nebenbei austestete, was ich im Kampf überhaupt alles anrichten konnte. Natürlich konnte ich ebenfalls tackeln und den Gegner beißen.
Ich schaffe das jedoch auch, kleine Flammen zu spucken. Ein Angriff mit dem Namen Glut. Sagen wir es freundlich, der Dachs hielt weniger lange durch. Er rannte schlicht gegen einen Baum und fiel zu Boden. Mich hatte er nicht einmal getroffen. Ich war wirklich von seiner Blödheit überrascht, aber war froh drum und begab mich zu seinem regungslosen Körper. Im Augenwinkel sah ich im Gebüsch Fanda, der mir zulächelte. Doch in der Sekunde, in der ich den regungslosen Dachs wegbringen wollte, geschah etwas. Irgendetwas bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit zu mir, mitten im Boden. Es sah aus wie die Rückenflosse eines Hais? Ich sprang schnell zur Seite, als ein drachenartiges Wesen aus dem Boden sprang. Wer zur Hölle bist du? Gehörst du zur Polizei oder was? Die bloße Ausstrahlung dieser Bestie nahm mir die Sprache. Jedoch schien er sowieso keine Antwort zu erwarten. Ich wusste nicht, dass die heutzutage so Schwächlinge wie dich nehmen. Diese Idioten müssen wirklich ziemlich verzweifelt sein. Endlich brachte ich ein paar Sätze zusammen. Ich gehöre zur Polizei. Ich will dieses Zickzacks festnehmen. Ich nehme einfach mit und verlasse dann dein Territorium. In Ordnung? Der Drachenhai lachte auf. Du denkst, das hier wäre mein Territorium? Sehe ich aus wie irgendein wilder Abfall? Ich lebe dort, wo ich will. Und leider kann ich denen nicht erlauben, den Idioten da mitzunehmen. Sklaven sind dazu verpflichtet, einander zu helfen. Er nahm eine Kampfposition ein. Ich tat es ihm nach. Nur, dass ich hierbei eindeutig zitterte. Ich konnte Fanda nicht mehr sehen. Aber ich machte mir Sorgen, da er nicht reagierte. Aber dieser kleine Schauer war nichts verglichen mit meiner Todesangst nach den letzten Worten vor Beginn des Kampfes. Bei den Sklaven kämpft jeder für jeden. Selbst ein General tut alles, um einen Schergen zu retten. Und daher, um meinem Rang gerecht zu werden, werde ich Gavin dich vernichten. Bevor ich überhaupt die Chance hatte, noch etwas zu sagen, griff mein Gegner mich an, offensichtlich mit dem Plan, es schnell zu beenden. Ich kam nicht einmal dazu anzugreifen. Ich musste mich komplett darauf fokussieren, nicht getroffen zu werden. Der Schaden, den der Drache verursachen würde, könnte für mich sehr leicht tödlich enden. Ich hatte keine Idee, wie ich überleben sollte. Das Schlimmste war für mich jedoch, dass Fanda sich immer noch nicht rührte. Wieso half er mir nicht? War er überhaupt noch hier? Diese Gedanken halfen mir jedoch kein bisschen weiter. Im Gegenteil, dadurch, dass ich mich selber ablenkte, konnte der General der Sklaven mich kalt erwischen. Ich wurde heftig weggeschleudert und kam sehr ungünstig auf. Direkt beim Aufprall konnte ich eines meiner Beine nicht mehr fühlen. Vermutlich war es gebrochen oder etwas in der Art. Jedoch hatte ich so Probleme zu stehen. Mein Feind bemerkte dies und begann mich zu verhöhnen. Das war's schon. Ich wusste zwar, dass diese Nahen verzweifelt sind, aber was ist mit denen los, dass sie so jemand Schwächlichen einstellen? Rechnen die überhaupt damit, dass du kämpfst? Ich bemühte mich gar nicht erst zu antworten. Hier würde ich sterben, bevor ich überhaupt meine erste Mission bestehen konnte. Und noch mehr als das. Ich war enttäuscht. Wütend. Auf Fanda dafür, dass er mich einfach so im Stich gelassen hatte. Ich erinnerte mich wieder an die Stimme, die vor meinem Aufwachen mit mir gesprochen hatte. Sie hatte gesagt, ich dürfte niemandem vertrauen. Wusste sie, dass so etwas geschehen würde? Wusste Fanda vielleicht, dass Gavin hier sein würde? Vielleicht wollte er vielleicht sogar, dass ich hier starb? Doch all diese Fragen würden mir nun nicht mehr weiterhelfen können. Sie würden mich auch nicht mehr retten. Meine letzten Momente kamen schneller, als ich es erhofft hatte. Doch als Gavin gerade damit fertig war, mich zu verhöhnen und meine Reise beenden wollte, wurde er aus dem Hinterhalt getroffen. Ich hatte gehofft, dass Fanda doch noch gekommen war, um mich zu retten. Daher kann ich nicht guten Gewissens behaupten, dass ich nicht etwas enttäuscht war, als dort SD stand und das Knackrack angriff. Sein Können überstieg meines bei weitem. Er schaffte es zumindest, Gavin so sehr zu nerven, dass dieser sich für den Rückzug entschied.
Leider packte er gerade noch das Zickzacks, bevor er sich in den Boden eingrub und sich entschied, dass wir seine Mühe nicht wert waren. Als er endlich weg war, eilte Estee zu mir, um mir zu helfen. Ist bei dir alles in Ordnung, Fate? Tut mir leid, dass ich so lange gezögert habe, aber ich sollte ja nicht eingreifen, hat er gehofft, du würdest es irgendwie alleine schaffen. War wohl ziemlich dumm von mir, tut mir leid. Ich versuchte wieder einen festen Stand einzunehmen, scheiterte jedoch aufgrund meines Beines. Mir geht es großteils gut, dank dir. Wenn du mir nicht geholfen hättest, dann wäre ich jetzt tot. Wieder wallte Wut in mir auf. Und wo wir gerade von Tod reden? Ich humpelte zu dem Busch, hinter dem sich Fander versteckt hatte. Bist du auch tot oder was? Weshalb hast du nichts getan? Ich schritt durch den Busch, in der Erwartung, niemanden anzutreffen. Doch wieder erwarten war Fander tatsächlich noch hier. Er wirkte jedoch irgendwie abwesend. Seine Augen wirkten leer und glasig und er zitterte unfassbar stark. Ich war mir nicht sicher, ob er überhaupt ein Wort von dem gehört hatte, was ich sagte. Auch Estee folgte mir und wirkte erschrocken, als er ihn nun so sah. Er begann Fander zu schütteln. Komm schon, Kumpel, reiß dich zusammen! Fander! Seine Bemühungen schienen etwas zu erzielen, da Fander langsam aufhörte zu zittern. Sein Blick wirkte wieder etwas normaler, als wäre er wieder ins Hier und Jetzt zurückgekehrt. Aber seine Augen füllten sich mit Tränen. Es tut mir so unendlich leid. Es ist, als ich ihn gesehen habe, es ging alles so schnell und auch wenn ich gerade noch wütend war, merkte ich, dass irgendwas am Auftritt des Generals offenbar etwas in ihm ausgelöst hatte. Er muss irgendwie traumatisiert geworden sein. Ich wusste nicht, wie ich die Situation handhaben sollte. Es wäre ungerecht, wenn ich ihn dafür beschimpfen würde, dass er nicht geholfen hatte, wenn er anscheinend tatsächlich nicht in der Lage dazu war. Er schluchzte leise und Estee versuchte kläglich, ihn zu beruhigen. Irgendwie musste ich es auch versuchen. Ich umarmte ihn sanft und versuchte, ihm gut zuzureden. Es ist alles in Ordnung, Fander. Mir geht es gut. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Hör bitte auf zu weinen. Tatsächlich schien mein Versuch, ihn aufzuheitern, von Erfolg gekrönt. Die Tränen verschwanden aus seinen Augen, als er die Umarmung erwiderte. Also bist du nicht wütend? Ich wäre es, wenn es nicht eindeutig wäre, dass es nicht deine Schuld war. Ich löste seinen Griff und sah ihm in die Augen. Fander, ich sehe genau, wie verletzt du innerlich bist und du weißt das. Ich will dir helfen, so wie du mir geholfen hast. Bitte erzähl mir noch endlich, was los ist. Ich kann dir nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, wo das Problem liegt. Bitte, Fander. Er schien nachzudenken. Doch bevor ich hoffen konnte, gab er die Antwort, die ich bereits öfters bekommen hatte. Es tut mir leid, aber es geht nicht. Ihr versteht vielleicht nicht, weshalb, aber ihr müsst mir einfach glauben. Wenn ihr das Problem kennen würdet, dann würdet ihr euch bloß wünschen, es nicht zu wissen. Ihr beiden kennt mich nicht gut genug. Ihr wisst nicht, wer ich wirklich bin. Ich will nicht, dass ihr in so etwas mit hineingezogen werdet. Zuerst wollte ich debattieren, doch schnell wurde mir klar, dass es keinen Zweck hätte. Jedoch nahm ich mir fest vor, es eines Tages herauszufinden. Wir sollten wohl besser gehen, bevor Gavin sich entschließt, zurückzukehren. Ich versuchte vorauszugehen, vergaß hierbei jedoch mein verletztes Bein, weshalb ich unsanft auf den Boden knallte. Fander und Estee kamen mir beide zur Hilfe. Wir sollten dich zum Krankenhaus bringen. Ein Experte sollte sich dein Bein besser mal angucken. Lass uns gehen. So endete meine erste Mission. Und wir machten uns wieder auf nach Metro Village, während Fander mich stützte, damit ich laufen konnte.